Herr Zanardi, Sie sind von der Firma Match Hospitality, die sozusagen im Auftrag der FIFA die ganzen VIP-Kunden sozusagen betreut bei den Spielen. Wie war denn dieses Geschäft hier in Südafrika im Vergleich zu Deutschland? Können Sie da mal was zu sagen? Ja, so, das läuft hier in den Stadien sehr, sehr gut. Eigentlich, das war unsere Erwartung, auch unser Maßstab. Deutschland war damals eine sehr, sehr hohe Qualität an Hospitality gehabt. Diese Qualität hier in Südafrika ist auf keinen Fall minder. Die Erwartungen sind auch relativ groß in diesem Land. Natürlich, das Volumen des Programms ist im Gegensatz zu Deutschland ein bisschen niedriger, weil das ist natürlich, wenn eine Fußball-WM doch im Herzen Europas stattfindet, in einer der größten Wirtschaften der Welt, Volkswirtschaften der Welt, in Afrika, aber wir sind zufrieden, das Programm ist schon jetzt das zweitgrößte Hospitality-Programm in der Sportgeschichte. In Deutschland hatten Sie 226.000 Hospitality-Plätze oder Pakete verkauft. Ja. Wie sieht das ungefähr aus hier in Südafrika? So, die Zahlen, die werden wir bekannt geben, wenn wir hier fertig sind. Südafrika ist ein Last-Minute-Land. Wir verkaufen heute, morgen, übermorgen noch. Wir sind jetzt auf jeden Fall über 140.000 Pakete, was eine sehr, sehr große Zahl ist. Wie gesagt, das zweitgrößte Hospitality-Programm aller Zeiten. Die genauen Zahlen werden wir schon nach der WM bekannt. Aus welchen Ländern stammen Ihre Kunden hauptsächlich? Ja, natürlich, bei der Fußball-WM ist immer das Gastgeberland mit Abstand dominant. Deutschland waren es mehr als 70%, hier ist auch zwei Drittel, die aus Südafrika kommen. Relativ große Anzahl von Gästen haben wir aus England. Nach wie vor, trotz Krise, haben sie viele hier den Weg gefunden. Sehr viele Kunden haben wir aus Südamerika, Brasilien, Mexiko, sogar die kleineren Länder, Chile. Und wir haben so Neukunden, die Ersthospitality-Kunden aus Indien zum Beispiel, die in 2006 noch nicht präsent waren. Und das ist eigentlich ein guter Gemisch. Gibt es da kulturelle Unterschiede? Der Südafrikaner, verhält er sich in der Loge anders als ein Europäer oder erwartet er was anderes? Ich habe so interessante Sachen gesehen hier in Südafrika. Erstens mal, hier ist Hospitality ist Loge. So diese sogenannte Business Seat, die wir in Deutschland haben, das müssen wir erstmal einführen hier. Das ist am Anfang ein bisschen Skepsis auch vielleicht mal da gewesen. Hier findet Hospitality ist gleich Loge. Das heißt hinter Glas? Hinter Glas, ja. Das ist ein bisschen so, vielleicht ein bisschen fast die Stimmung wie in einem südafrikanischen Boardroom, Meeting Room. So, die meisten sind männlich. Und irgendwie, das ist eine Art Networking-Geschichte, was wirklich so läuft. Und auch was interessant ist, was ich ein bisschen, wenn mir das jemand sagt, das hätte ich ein bisschen fast belächelt vor dem Film. Hier schauen oft mal diese Managers, die dann in dieser Loge sind, das Spiel auch durchs Glas. Und die gehen zum Beispiel nicht unbedingt jetzt auf die Sitzplätze vor den Logen. So, das ist sehr, sehr oft der Fall. Vielleicht mögen sie die Wuselas nicht oder was auch immer, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es sehr oft, dass sie in eine Loge reingehen, Spiel läuft und dann die Leute, die stehen vor der Glasscheibe. Das wäre dann eine Erklärung, warum man im Fernsehen die leeren Plätze sieht. Ja, so, es ist auf jeden Fall nicht wissenschaftlich belegt, aber das ist meine Beobachtungen, die ich hier gemacht habe. Sie sagten vorhin so im Vorgespräch so hübsch, dass Mexikaner zum Beispiel in so einer Loge allerdings durchdrehen würden. Ja, also die sind anders halt. Die kommen in größere Gruppen, die gehen irgendwo in eine größere Lounge oder Zelt mal rein, da machen die Party, da ist Musik, da ist Stimmung, da ist laut. Das ist auch so, das ist schön so. Die Welt ist unterschiedlich. Sie können nicht mal unsere eigenen Gewohnheiten einfach für alle Länder übertragen. Das ist schön, mal manche Brasilianer zu sehen, die feiern. Das ist Teil des Spiels. Ja, in Brasilien, nächste Weltmeisterschaft, da sind Sie ja wieder zuständig für Hospitality. Haben Sie da schon gewisse Erwartungen? Wird das Südafrika übertreffen können? Ja, also Brasilien ist noch sehr weit weg. Momentan ist unser Stichtag ist Mitternacht, 11. Juli, wo das Finale stattfindet.
alle unsere Mitarbeiter müssen darauf konzentrieren, was in dieser Zeit bis dahin passiert. Das sind noch 6 Tage, das sind noch 6 schwere Tage, das sind die größten Spiele, die jetzt noch vor uns sind. Wir sind gut vorbereitet und ich möchte nicht, dass einer jetzt richtig so viele Gedanken über Brasilien verliert in den nächsten paar Tagen. Wir müssen das so fertig bringen, damit es mit Erfolg abschließen kann. Ja. Letzte Frage noch in Bezug auf Deutschland. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit dem Verkauf der Hospitality-Pakete dort? Deutschland ist ein großer Hospitality-Markt, das ist auch momentan ein bisschen schwierig wegen dieser Compliance-Geschichte. Das ist natürlich eine große Hürde für viele Firmen, die auch nicht ganz verstehen können, warum nur für deutsche Firmen diese Behinderungen existieren, weil das haben englische Firmen, brasilianische Firmen, südafrikanische Firmen, die kennen sowas nicht. Auf jeden Fall ist es dadurch, Deutschland ist ein sehr, sehr lukrativer Markt, aber durch diese Compliance-Geschichte ist es natürlich ein bisschen schwieriger für deutsche Firmen mit ausländischen Firmen zu konkurrieren und sich gut vertreten. Okay, vielen Dank. Okay.